Hallo und herzlich willkommen zum E-Business Cast, der Podcast für dein Easy Business. Unser Ziel ist es, digitalen Unternehmern die Leichtigkeit in ihrem Business zurückzugeben und sie über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Mach das, wofür du brennst und hab Spaß dabei und verdiene auch noch Geld, wenn du gerade mal nicht arbeitest. Das ist das Easy Business Modell. So einfach kann Business sein. So, herzlich willkommen, E-Business Cast. In dieser Folge geht es um Markus Wechsler von der Wechsler Consulting. Er hat zusammen mit seiner Freundin ein Consulting-Unternehmen aufgebaut für B2B-Unternehmen, um leichter an Neukunden zu kommen. Ist schon echt tief im Markt drin, hat sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt, auch bei anderen größeren Beratungsunternehmen, wo er schon mitgewirkt hat, wo er auch selbst Akquise-Teams aufgebaut hat und sehr, sehr viel in beratenden Positionen tätig war. Sein Spezialfeld, würde ich mal sagen, sind so sehr, sehr spezielle Positionierungen, also wo wirklich nur schwer Leute drauf kommen, dass man damit überhaupt ein Online-Business aufbauen kann. Und er schafft es halt immer wieder, da auch Wege zu zeigen, Wege aufzubauen, um halt eben dann trotzdem sehr, sehr erfolgreicher Markt zu sein. Und du darfst sehr gespannt sein. Es gibt einige Insights aus dem Markt, die wahrscheinlich so auch noch nicht irgendwo erzählt wurden. Ja? Auch wie er so den Markt sieht, wo die Reise so hingehen kann und wie du dich am besten positionieren kannst, um leichter an Neukunden zu kommen und vielleicht auch dein Leben viel, viel geiler noch zu strukturieren mit deinem E-Business. Sei gespannt darauf. Jetzt geht's los. Dein Matthias. Das kann man, finde ich, geil mit den Segeljachten im Hintergrund. Das ist geil, ne? Das ist so, ich habe so überlegt, was ich am besten mache, aber ich finde das halt von der Symbolik her am geilsten, weil halt die Freiheit da ist halt, ne? Ja. Was verfolgst du mit dem Podcast eigentlich? Was ist dein Ziel dahinter? Okay, wir drehen erstmal die Fragerunde um, das ist gut. Also mein Ziel ist, passt aber. Also mein Ziel ist, dass wir die Unternehmer, die jetzt gerade schon entweder digital aufgestellt sind oder halt sich noch aufstellen wollen, dass die sich informieren können, dass sie einfach sehen, okay, es gibt noch mehr Unternehmer, die in dem Bereich unterwegs sind. Was machen die so? Wie ticken die? Was haben die so gemeistert? Was für Geschichten haben die erlebt? Einfach, um sich nicht ganz so lost da drin zu fühlen. Ja, weil ich glaube, dass so wie ich das auch immer erlebt habe, ist, die meisten reden halt auch nicht über ihre Misserfolge oder so oder über die Dinge, die sie so erlebt haben, sondern versuchen so mit sich selber auszumachen halt. Und ich glaube, dass so ein Podcast helfen kann sozusagen, wenn man mal tiefer reingeht in so gewisse Themen, den Leuten auch so ein bisschen die Angst vor der Selbstständigkeit zu nehmen, ja, und was halt so auf ihnen zukommen kann und so weiter. So, dass wir auch halt ganz normale Leute sind halt. Ja, also wer ist die Zielgruppe eigentlich dafür? Im Endeffekt alle, die im Online-Business unterwegs sind. Ausgenommen würde ich sagen Affiliate und mehr so Netzwerkgeschichten, so MLM, da ich halt nicht so richtig Bock drauf. Ja. Okay, verstehe schon. Aber ansonsten, solange diese halt Coaching, Beratungsangebote, klar, Agenturdienstleistungen, alles, was so im Online-Business unterwegs ist. Ja, verstehe schon. Klar. War das so deine Lieblingszielgruppe, wo du sagst, oder hast du richtig Bock drauf? Ach. Am besten die noch nicht digital unterwegs sind, aber ein offline gutes Business laufen haben. Das ist so ziemlich die geilste Zielgruppe, glaube ich, weil da hast du die größte Hebelwirkung. Die haben die Mittel dazu, Online-Marketing zu machen. Die haben noch nichts gemacht. Da gibt es viele Dinge, die man implementieren kann. Da kann man auch alles von null weg sozusagen aufbauen. Da ist nichts irgendwie schon geschändet worden, ja. Von irgendwelchen schlimmen Agenturen. Ja, und vor allem haben so das große Zielgruppe. Und vor allem haben sie ihr Produkt halt schon erprobt. Also das finde ich eigentlich immer so die wichtigste Eigenschaft, weil wenn du dir manchmal so die Leute anguckst, mit was für Ideen sie versuchen, ein Produkt online zu bringen und dann haben sie das noch nicht mal getestet. So, und dann ist halt schwierig, ja. Ja. Dieser Product Market Fit ist halt extrem wichtig, weil du hast ja keine Ahnung, ob dieses Produkt überhaupt am Markt, Produktdienstleistung egal, überhaupt angenommen wird, ob das die Welt da draußen überhaupt braucht oder nicht. Ja. Und da ist natürlich, wenn du Leute hast, die mit einem Offline-Business halt online gehen wollen, hast du natürlich eine gute Grundlage halt. Weil dann ist zumindest schon mal klar, okay, es gibt ein Product Market Fit. Und jetzt muss man sozusagen nur noch schauen, ob es online halt auch geht halt. Ne?
Wie würdest du an sowas rangehen? Also wenn suchst du denn trotzdem nochmal nach Möglichkeiten, wie man das online dann sozusagen vermarkten kann? Lässt du das dann auf den Zufall drauf ankommen? Wie gehst du da vor? Wie würde ich, also deine Frage ist, wie würde ich online vorgehen, um ein Produkt oder Dienstleistung dann zu verkaufen, wenn es offline schon funktioniert? Ja, also das Wichtigste in diesem ganzen Ding ist eigentlich die, in erster Stelle mal die Positionierung. Das heißt, dass ich die Person das mit dem Produkt, mit dieser Dienstleistung so nach außen kommuniziere, dass jeder in dieser Zielgruppe für dieses Produkt oder Dienstleistung sofort versteht, warum er das unbedingt kaufen sollte, was das für einen Nutzen für ihn hat, was das für ein Ergebnis für ihn bringt. Mhm. Und dann kann ich im Prinzip Öl ins Feuer gießen, indem ich Werbung schalte auf verschiedenen Plattformen und so weiter, um eben auf dieses Produkt, diese Dienstleistung aufmerksam zu machen. Weil viele verbrennen natürlich extrem viel Geld in Online-Marketing, wundern sich da, warum es nicht funktioniert, und in Wirklichkeit ist es eigentlich die Positionierung, die extrem scheiße läuft. Mhm. Ja, das heißt, haben sich nicht ordentlich positioniert, keiner versteht da draußen, warum ich mir das Ding überhaupt kaufen sollte oder holen sollte, warum ich mich dafür interessieren sollte, und wundern sich dann und sagen dann, naja, Online-Marketing ist schlecht, das funktioniert für mich nicht. Ja, ja. Also völliger Schwachsinn ist, es funktioniert da draußen. Da gibt es ja tausende von Millionen von verschiedenen Beweisen, dass es funktioniert. Muss nur herausfinden, wie es für dich und dein Produkt und deine Dienstleistung funktioniert. Und das ist das Schlüsselelement, ist meistens die Kommunikation nach außen. Also sprich vor allem dieses Thema Positionierung, was da extrem wichtig ist. Mhm. Wie gehst du vor bei einer Positionierung? Gibt es da so drei grundlegende Fakten, die du rauskristallisieren musst, um eine gute Positionierung zu finden? Kann man alle Produkte überhaupt positionieren, oder gibt es Produkte, wo du sagen würdest, okay, Positionierung geht gar nicht? Boah, ich würde sagen, alles ist irgendwie positionierbar. Jedes Produkt oder Dienstleistung ist bis zum gewissen Grad sicherlich immer positionierbar. Was sind so die drei Schritte, die ich mache? Ich gucke mir einfach mal an, wer hat den größten Benefit, wer hat den größten Wert von diesem Produkt oder Dienstleistung? Ja, wer hat das schon in der Vergangenheit gekauft? Dann gucke ich mir an, okay, was könnte denn überhaupt so eine Zielgruppe für dieses Produkt oder Dienstleistung sein? Ja, und dann geht es im Prinzip darum, klar herauszustellen, was der Nutzen für diese Zielgruppe ist. Und das sind jetzt nur mal so die Grundelemente, was eine Positionierung beinhalten sollte. Und selbst das haben ja 99% da draußen der Unternehmen, die noch nicht online sind, oder viele auch, die online sind, haben genau das eben noch nicht. Ja, sie können nicht mal selbst sagen, wer sind genau die Leute, die ihr Produkt oder Dienstleistung kaufen sollten. Sie wollen zwar mehr Kunden haben oder mehr Wunschkunden, bezeichnen sie auch oft auch, aber können gar nicht sagen, okay, wer ist dieser Kunde eigentlich und was hat dieser Kunde davon, wenn er bei mir kauft? Ja? Ja. Und das Spannende an dieser Sache ist ja, wir sind ja alle selbst irgendwie so. Wir fragen uns ja selbst, was haben wir davon, wenn wir dieses Produkt oder Dienstleistung kaufen? Ja, das ist ja eine so der Fragen, die uns ständig da im Kopf irgendwie umherschwirrt. Hm. Würdest du sagen, es ist sinnvoll, sich sozusagen mal in diesen Avatar hineinzuversetzen? Also dass man sagt, okay, ich befinde mich jetzt mal so in der Rolle des Kunden sozusagen und frage mich jetzt als der Kunde, okay, was habe ich davon? Definitiv, hundertprozentig. Also genauso mache ich es auch. Aber das ist für viele, guck, wenn man mal ins Wasser gefallen ist, dann kann man sich nicht selbst an den Haaren herausziehen. Was ich damit meine, ist Folgendes, und zwar, dass es fällt den Unternehmen da draußen extrem oft schwer, dieses Produkt oder die Dienstleistung, die sie haben, von außen zu sehen. Sie selbst verstehen sie ja extrem gut und sagen sich, das ist doch so einfach, warum verstehen das die Leute nicht? Ja? Was aber die Problematik an der ganzen Geschichte ist, ist Folgendes, und zwar, der Kunde oder den du erreichen möchtest, hat ja überhaupt keine Ahnung über dein Produkt oder Dienstleistung. Das heißt, du musst es so kommunizieren, dass es ein kleines Kind verstehen würde. Ja, das heißt, vielen fällt es extrem schwer, und da braucht man extrem viel Übung, um genau das zu machen, was du sagst, sich in die Schuhe des Kunden zu stellen. Wen möchte ich eigentlich erreichen? Wie spricht dieser Kunde? Wie denkt dieser Kunde? Und so weiter. Und das ist natürlich ein extrem schwieriges Thema eigentlich für sehr, sehr viele, das zu schaffen.
Aber dafür gibt es ja uns dann sozusagen, die dann helfen und mit den Leuten dann dort reingehen halt. Genau so ist es. Also dieser neutrale Blick von außen auf dein Produkt oder Dienstleistung drauf ist natürlich extrem wertvoll. Ja, weil so eine Positionierung, mir fällt es zum Beispiel extrem leicht, mich in diese Leute, in diese Kunden der Kunden sozusagen reinzuversetzen. Aber es ist halt auch nur deswegen, weil ich das schon hunderte Male in verschiedenen Branchen, vom Handwerker bis hin zur Agentur, Coach und keine Ahnung was, weil ich das jetzt schon extrem oft gemacht habe. Was und ganz genau weiß, wie diese Leute ticken. Ja, was war so ein besonderer Fall, wo du sagen würdest, okay, das war mal wirklich außergewöhnliche Positionierung? Außergewöhnlich inwiefern? Na, was man nicht so oft erlebt. Wenn du sagst, so Handwerker, dann hast du ja relativ typisches Feld sozusagen, in dem man sich bewegt halt. So, aber jetzt kommen ja so immer neuere Bereiche sozusagen rein. Und ich kann mich erinnern, wir waren ja auf dem Sommerfest da zusammen hier von den Blankenburgs. Und da gab es ja zum Beispiel auch eine sehr besondere Positionierung von der einen Dame dort, die halt einen Podcast hatte über BDSM-Geschichten halt. Und hat sich dort auch ein Geschäftsmodell sozusagen dahinter gebaut, ja, was man damit anstellen kann. Sowas finde ich zum Beispiel eine super besondere Positionierung. Ja. Ja, es gibt natürlich extrem viele Positionierungen, wo man vorher nie gedacht hätte, dass es so eine Positionierung überhaupt gibt. Ja, genau dieses Thema, das du jetzt gerade angesprochen hast, finde ich vom Marketingstandpunkt her ein extrem spannendes Thema, weil es ja eine Nische ist, die man gar nicht gedacht hätte, dass es das überhaupt gibt. Mhm. Ja. Es gibt auch viele andere Dinge, wie zum Beispiel eine Positionierung, die ein ähnliches Feld wäre, zum Beispiel das Thema Sexualtherapie. Mhm. Ja. Und da gibt es noch tiefere Nischen für gewisse Probleme des Mannes beispielsweise. Ja. Mhm. Also das sind alles solche extreme Nischenthemen, wo man sich gar nicht gedacht hätte, dass es das überhaupt gibt. Und das finde ich extrem spannend, genau solche extrem nischigen Dinge zu positionieren. Das, wo sich keiner im Marketing irgendwie herantraut, dort fängt für mich eigentlich erst die Herausforderung an, ja, weil das finde ich extrem spannend, solche Leute zu positionieren mit ihrer Dienstleistung, mit ihrem Produkt, wo andere verzweifelt sind sozusagen. Da fängt es für mich erst an, spannend zu werden. Und das finde ich mega, 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 mega coole Sache. Ja, man hat so ein bisschen so diese Sherlock-Holmes-Ding halt, ne? Weil du suchst ja dann sozusagen nach den Wegen oder nach diesen sehr speziellen, wie sagt man das, also Wörtern vielleicht auch, Begriffen und Sichtweisen sozusagen von den Kunden, die ja nicht alltäglich sind, weil über viele Themen wird ja auch nicht gesprochen. Ja, gerade wenn man so an Coachings denkt, an Beratungssachen denkt, dann geht es ja meistens um Themen, die man ja mit anderen Leuten vielleicht nicht bespricht, normalerweise. So, ja, die man mit sich selber ausmacht und so weiter. Und sich dann in den Kunden sozusagen hineinzuversetzen, okay, wie denkt er, wie fühlt er da an dem Punkt, ist wahrscheinlich genau diese Kunst, von der du halt sprichst, ja. An solchen Punkten. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie geht man an sowas ran? Also, wenn du magst, können wir auch gerne mal so ein Fallbeispiel aufmachen. Ja, und können wir gerne machen. Interessant an der Geschichte ist, es ist egal, ob das jetzt der Handwerker, also der Schreiner von nebenan ist, ja, oder die Positionierung für Sexualtherapie. Im Prinzip ist es, wenn man das mal herausgefunden hat, wie es funktioniert und wenn man viele verschiedene Beispiele schon gemacht hat, dann fällt es leicht, in jeden dieser Bereiche hineinzudenken. Ja, also man braucht nicht unbedingt jetzt ein krasses Wissen in dieser Nische an sich, sondern man muss gewisse Grunddinge verstanden haben in der Positionierung. Dann ist es relativ einfach. Ja, so ein bisschen also die Psychologie. Einfach im Sinne. Ja, genau. Also relativ einfach im Sinne von, wenn man das schon hunderte Male gemacht hat. Ja. Also im Prinzip wie Radfahren, man steigt auf, man fährt und ja. Ja gut, wie der Fliesenleger sagen würde, ja, Fliesen anbringen ist so easy. So, wenn du ein paar hundert Mal gemacht hast, dann... Genau, so ist es. Ja, okay. Ja, wie machen wir das? Soll ich dir mal einfach was reinwerfen, eine Positionierung oder ein Produkt sozusagen und wir entwickeln mal zusammen was? Hättest du da Lust drauf? Ja. Okay. Diese Reise sozusagen kommuniziere ich dann nach außen. Ja, ist ja wahrscheinlich auch nicht nur für Marketing wichtig, sondern auch für die Akquise, weil wenn du jetzt, also für Vertriebsgespräche, wenn du jetzt halt eben mit den Leuten dann auch wirklich in ein 1:1 Gespräch gehst, wollen die ja verstehen, okay, was mache ich denn jetzt hier mit dir und was habe ich am Ende davon? Ja, ja.
Definitiv. Also durch eine gute Positionierung verbessert sich im Unternehmen eigentlich alles. Deine Kunden werden besser, die Verkaufsgespräche werden leichter, dein Marketing wird leichter, wird günstiger, die Ergebnisse für die Kunden werden dadurch irgendwo besser. Ja, vor allem, weil die Konzentration wird alles leichter. Die Konzentration zum Beispiel jetzt in unserem Fallbeispiel könnte sein, okay, die Kunden, die jetzt zu ihr kommen am Anfang, sind desorientiert. Ja, also die haben sozusagen so ein bisschen ihren Faden verloren. Sagen wir mal so mit 35, 40 haben sie jetzt so den typischen, ich will noch mal im Leben was bewirken. Ja, ich möchte noch mal irgendwie, weiß ich, mich selbstständig machen. Ich möchte meinen Job irgendwie verändern. Ich habe jetzt, mein Kind ist jetzt 14 zum Beispiel. Ja, und jetzt verändert sich da noch mal viel. Und jetzt suchen sie sozusagen so ein bisschen nach dem, wer sie eigentlich sind. Ja, und Human Design hilft ihnen jetzt, oder dieses Programm dort hilft ihnen sozusagen, ein Stück weit zu sich zu kommen und sich zu reflektieren. Mhm. Also was ist der Outcome ist, dass sie mehr Ruhe haben und mehr Klarheit sozusagen über sich in ihrer Form, wie sie in dieser Welt unterwegs sind und welche Möglichkeiten sie eigentlich haben. Mhm. Finde ich eine gute Sache. Ich würde mich mit dieser Person dann noch zusammensetzen und würde noch fragen, was bedeutet mehr Klarheit zu haben? Wie zeigt sich das im Alltag, diese Klarheit? Wie fühlt sich diese Person dabei? Und so weiter und so fort. Also ich würde das noch greifbarer herunterzubrechen. Auf wirklich solche Alltagssituationen, die dieser Mensch schon kennt, also auf täglicher Basis durchlebt eigentlich. Und dann würde ich die Positionierung genau so bauen, dass sich diese Person zu 100% wiedergefunden wird. Dass die Person sagt, das ist genau mein Ding. Das muss ich unbedingt haben, weil das bin ich, was dort beschrieben wird. Und genau dort will ich hin, was dort aufgezeigt wird. Auf der Webseite, auf einer Werbeanzeige, in der gesamten Außendarstellung eigentlich von dieser Person, die diese Dienstleistung anbietet. Mhm. Aber dann reden wir davon, dass wir uns sehr wahrscheinlich auf gewisse Situationen im Alltagsleben des potenziellen Klienten fokussieren, die schon sehr speziell sind. Also da haben ja viele Angst vor, dass sie sagen, okay, ja, aber wenn ich jetzt nur für meinetwegen die Beziehung zu meinem Mann verbessert sich, ja, so, also die Frau hat dann sozusagen eine bessere Beziehung mit dem Mann. Und ich coache jetzt nur noch Leute oder nur noch Frauen, wo sich die Beziehung zu dem Mann verbessern soll, dann ist das ja sozusagen, was mache ich da mit den ganzen anderen Sachen, die ich noch könnte? Ja, aber ich könnte ihr auch helfen, dass die Karriere besser wird. Ich könnte ihr auch helfen, dass, weiß ich nicht, die Freunde auf immer besser funktionieren und so weiter. Was macht man denn damit? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man geht wirklich so tief rein, dass man die Positionierung so macht, oder man macht einen Schritt davor halt. Ja, weil diese ganzen Dinge, die du jetzt aufgezählt hast, würden sich ja auch irgendwie allgemeiner stellen lassen und dass die Person aber trotzdem noch abgeholt wird. Ja, also das ist so diese goldene Mitte zu finden zwischen, ich bin jetzt zu tief in der Positionierung drin, bin aber auch nicht tief genug drin, dass ich jetzt gar niemanden anziehen würde oder zu allgemein schon spreche. Ja. Und das braucht natürlich extrem viel Fingerspitzengefühl, dass ich genau diese goldene Mitte da auslote und dort dann reingehe. Ja, also das ist nicht zu tief ist, nicht zu spitz ist, die Positionierung aber auch nicht zu breit ist, muss man im individuellen Fall einfach gucken, was das beste Vorgehen ist. Weil die Problematik bei so einer Positionierung ist ja, das soll ja nicht nur auf den Markt passen, ja, also es soll nicht nur die Zielgruppe angesprochen werden, sondern auch die Person, die diese Dienstleistung ausführt, also der Coach, die Agentur und so weiter, die muss ja auch hinter dieser Positionierung stehen. Ja, und wenn genau das passiert, dass du sagst, hey, ich will nicht nur Leute coachen beispielsweise, die in diese Richtung gehen, dann muss man da ein bisschen eine Ding finden, weil auch dieser Coach muss ja hinter dieser Positionierung stehen. Der muss ja dafür einstehen können und sagen können, das ist mein Ding, das will ich machen, das finde ich geil. Ja, weil diese innere Motivation, die ja dann sozusagen hochkommt, ja, man hat sozusagen jetzt etwas gefunden, wo man, weiß ich, 5, 6, 7, 8 Klienten auch, wie du ja schon meintest, wenn man ein Offline-Business schon hat und man hat
sozusagen laufendes Geschäft, dann ist es immer einfacher. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe mir jetzt hier eine Ausbildung geholt, jetzt mache ich mal Human Design, schmeiß das mal raus, hat aber noch gar nicht wirklich die Klienten gecoacht, dann wird es natürlich schwierig halt sozusagen, weil dann kommen auch Klienten, das habe ich auch schon erlebt, auch in einem anderen Fall, wo dann alles zusammengebrochen ist, weil auf einmal klar wurde, ja, das ist ja gar nicht meine Positionierung, das, was ich jetzt hier mache, ist überhaupt nicht das, was ich vorhatte. So, ich habe gar keinen Spaß daran oder das sind gar nicht die Kunden, die ich haben wollte. Ja, auch das ist ja schon passiert. Genau, ja. Deswegen, so eine gute Positionierung kann nur ausgearbeitet werden. Also du kannst niemandem im Prinzip eine Positionierung überstülpen und sagen, das ist jetzt deine Positionierung, mach das, sondern so eine Positionierung muss immer ausgearbeitet werden, direkt mit diesem Coach, mit dieser Agentur, mit diesem Handwerksbetrieb, was auch immer Produkt oder Dienstleistung angeboten wird, muss immer mit dieser Person gemeinsam entwickelt werden, damit man auch sofort merkt, hoppla, das geht jetzt in die falsche Richtung, das geht jetzt in die richtige Richtung, dass man so diese goldene Mitte, die ich vorhin angesprochen habe, dass man die auch gemeinsam findet. Mhm. Ja, damit diese Person eben auch zu 100% hinter dieser Positionierung steht, weil es macht keinen Sinn, irgendwas umzusetzen, wo die Person einfach nicht zu 100% dahinter steht. Ja. Ja, weil dann kommen wir nämlich an das Mindset Problem sozusagen oder an die sozusagen die inneren Hürden, die ja jeder auch mit sich bringt. Auch da mal so aus meinem Nähkästchen halt. Bei mir war so, ich bin ja mit Coaching auch gestartet, war damals Matthias Heinke der Blockadenbrecher. Ja, fand ich halt eine geile Positionierung, weil es halt darum ging sozusagen Leuten dabei zu helfen, auch gerade Unternehmern ihre inneren Blockaden zu brechen, ja, was natürlich sehr martialisch ist, das heißt, es war eher ein männliches Publikum, was ich auch ziemlich cool fand, und habe dann aber gemerkt, dass ich mich in dieser Positionierung weiterentwickeln wollte. So, auch das passiert ja. Du hast sozusagen etwas, was du eine Weile machst. Bei mir waren es dann ein Jahr, anderthalb Jahre, und dann kam sozusagen immer mehr Kunden aus einem gewissen Bereich, wo ich auch gemerkt habe, okay, ich habe auf diesen Bereich total Lust. So, und würdest du sagen, dass ist das erlaubt? Darf man sich weiterentwickeln? Es ist erlaubt, man darf sich weiterentwickeln. Es ist, glaube ich, die einzige Frage, die man sich stellen sollte in so einer Weiterentwicklung ist, was erhoffe ich mir durch dieses, wenn ich auf das nächste Ding sozusagen draufspringe? Was glaube ich dadurch zu lösen? Und viele, so nach diesem Spruch, viele denken sich, das Gras ist auf der anderen Seite grüner, ja. Mhm. Und in Wirklichkeit ist es aber nicht so. Da muss man, ist auch eine individuelle Geschichte jetzt, ja, kann man allgemein so schwer beantworten. Aber es gibt doch sehr, sehr viele Leute, die halt einfach von Ding zu Ding zu Ding springen. Und das sollte man halt einfach beachten. Ist es wirklich eine Weiterentwicklung oder ist es einfach, dass man sagt, darf man sich weiterentwickeln? Natürlich sollte man definitiv jeden Tag. Aber man sollte einfach beachten, okay, ist es wirklich eine Weiterentwicklung oder ist es einfach so eine Sache, dass man sagt, ich glaube, das ist jetzt das Richtige und springt dann einfach weiter zum nächsten Ding. Ja, weil auch die inneren Mechanismen, die wir so haben, ist ja, wenn etwas nicht richtig funktioniert oder es ist vielleicht zu schwer oder irgendwie hakt oder so weiter, dann ja, gibt's nicht einen leichteren Weg, so nach dem Motto, ne? Gibt's nicht noch irgendwas, was ich machen könnte, was dann irgendwie, keine Ahnung, schneller Geld bringt oder so, wo ich jetzt halt nicht diesen Schmerz, diesen Tod sterben muss, zum Beispiel mit Cold Calls, ja, ist ja zum Beispiel auch für viele, also kalt anrufen, Leute, gerade im B2B-Bereich, wo man sagt, okay, ich habe eine Agenturdienstleistung zum Beispiel und ich muss jetzt einfach mal eine Agentur anrufen. Ja. Und erst nach dem 100. Anruf kommt überhaupt mal was Positives zustande. Viele Leute wollen ja genau da außen drum halt und wollen das gar nicht machen, ja, und sich mit den Leuten dann auseinandersetzen. Im besten Fall soll es ja so funktionieren. Genau. Mhm. Ja. Sollte es so funktionieren, ja. Ich weiß genau, was du meinst, dass man halt so diesen leichten Weg, diesen Easy Way Out sucht oder denkt sich, da gibt es doch bestimmt irgendwie was anderes und das muss doch ganz anders funktionieren und so weiter. Aus den letzten 5 bis 10 Jahren kann ich sagen, dass da, egal in welchem Thema, egal in welcher Branche, egal in irgendwas, es kommt immer irgendwie diese sozusagen Wand, wo man durch muss oder drüber muss. Also es gibt kein leichter oder einfacher, Hürden kommen immer und überall. Und man muss halt einfach, ja, Kopf runter und durch und fertig. Ja, also ich glaube, dass das halt auch so ein unternehmerisches Merkmal ist, dass man halt sagt, okay, klar, wir suchen nach Lösungen, die das einfacher machen.
Gewisse Dinge sind aber halt einfach so wie Positionierung zum Beispiel. Das ist einfach auch ein Prozess, der für manche Leute nicht einfach ist, ja, wo die echt Schwierigkeiten mit haben. So, wenn man die dann an die Hand nimmt, wird es halt einfacher, aber gewisse Dinge müssen sich einfach gefragt werden von Anfang an. Das ist einfach notwendig. So, und dann kannst du auch nicht easy way out, ja, ich kopiere jetzt mal jemand anders, ja, wie jetzt ganz oft passiert in, weiß ich jetzt hier zum Beispiel mit der Mitarbeitergewinnung, digitale Mitarbeitergewinnung, das Copy-Paste-System mittlerweile. So. Und dadurch sind es aber auch nicht mehr also die Angebote sind sozusagen zu nah beieinander. Das heißt, es ist kaum noch eine Unterscheidung drin. Und dann wird schon wieder notwendig, sozusagen eigentlich sich tiefer zu positionieren oder eine bessere Positionierung zu finden, um halt aus dieser Vergleichbarkeit herauszukommen. Ja. So meine Beobachtung, die ich gerade habe. Was ist so dein Ausblick für die nächsten Jahre? Also wie siehst du den Markt, den digitalen Markt, diesen E-Business-Markt halt, wie ich es jetzt nennen würde, wo halt eben viele ja auch immer noch reinkommen aus ganz unterschiedlichen Feldern. Was denkst du, wie wird sich das weiterentwickeln in den nächsten Jahren? Das ist eine sehr offene Frage, aber mal schauen. So. Sehr offene Frage. Wie wird sich dieser Markt entwickeln? Ich kann es mir nicht anders vorstellen, aber das Ding wird noch extrem wachsen. Ich glaube, das ist dann noch extrem, also Thema Digitalisierung, E-Business-Markt und so weiter. Wir stecken da noch absolut in der Steinzeit. Wir glauben sich zwar, also wir beide sind ja in dieser Online-Welt schon seit Jahren irgendwie drinnen und denken sich, ja, jeder ist so online unterwegs und das machen viele schon und so weiter. In Wirklichkeit, der Großteil der Unternehmen da draußen hat, wenn man die fragen würde, seid ihr schon digitalisiert und seid ihr schon online, dann würden die sagen, ja, wir haben eine Webseite. Eine Webseite zu haben oder einfach Slack oder Microsoft Teams innerhalb des Unternehmens zu verwenden, das ist nicht jetzt Digitalisierung, da gibt's viel, viel mehr. Ja, und dann sagen ja viele auch, nee, Facebook-Werbung haben wir schon versucht, aber das funktioniert für uns nicht. Also, was ich sagen will, ist, da gibt es noch extrem viel Potenzial, extrem viele Dinge, die da noch passieren werden. Wie werden diese neuen Technologien reinspielen? Keine Ahnung, beschäftige ich mich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht damit. Aktuell noch, weil ich den Wert aktuell noch nicht sehe. Und wie wird sich der Markt entwickeln? Wird extrem wachsen. Es wird auch keinen Weg, ich glaube nicht, dass es einen Weg drumherum gibt, weil er einfach der Online-Weg oder der digitale Weg einfach viel effizienter, effektiver ist. Und jeder muss irgendwann, wird nicht um dieses Thema Digitalisierung herumkommen. Die letzten 2 Jahre haben uns gezeigt, das war so ein richtiger Push sozusagen in diese digitale Richtung. Und viele haben dieses Thema Digitalisierung, online gehen und so weiter schon am Tisch gehabt und haben gesagt, das ist wichtig für uns, aber haben das halt immer wieder aufgeschoben und dann kam dieses Virus da um die Ecke und auf einmal wurde das von einem Tag auf den anderen zur absoluten Priorität, ob man wollte oder nicht. Selbst das hat zwar einen richtigen Push gegeben, aber da gibt es trotzdem noch extrem viel, das da irgendwie zu machen ist. Ja. Also jetzt gerade sind wir ja in einer Phase, haben es jetzt aber das ist jetzt so Herbstphase 2022. Das heißt, jetzt spuken hier noch 2 andere Geister mit rum, Rezession und dann unsere, sagen wir mal, Außenpolitik und die Konflikte, die da jetzt mittlerweile so gibt, die natürlich vielen Leuten auch Angst machen. Ja, sind ja brennende Themen und auch mit dem Virus war ja ein Thema. Gerade am Anfang, die ersten 1-2 Monate, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber bei mir war echt, alter Vater, also alle sind auf Pausemodus gegangen, niemand in Anführungszeichen, gab immer noch Leute, aber sagen wir so 90-95% sind einfach stehen geblieben in dem Moment, ja. Und ich habe so das Gefühl, wir werden gerade geschliffen. Also es verändert sich super viel. Wir haben einmal diese Offline-Welt, die sich, gerade wenn du dir so die Fußgängerzone anguckst mit den Geschäften, das war ja vorher immer schon so ein bisschen durch Amazon halt, dass sich da sehr viel verändert hat. Da haben wir neue strukturelle Fragen, was so das Leben angeht. Und wie du schon richtig sagst, der Markt öffnet sich halt immer weiter. Und wir, klar, wir sind voll in so einer Bubble drin. Ja, also gefühlt um mich herum gibt es nur noch Online-Unternehmer. aber wie du schon richtig sagst, es gibt immer noch haufenweise Leute, die
ringen sozusagen um ihre Existenz teilweise oder gucken sozusagen, wie kann es denn jetzt in Zukunft weitergehen, gerade auch im Hinblick auf die drohenden Gefahren oder wo wir uns gerade drin befinden. Und was mich so triggert, ist halt, es gibt Möglichkeiten, sich sozusagen mit weiteren Geschäftsfeldern, wie zum Beispiel online aufzustellen und dort halt eben doch Angebote zu platzieren. Und dann muss man halt eben auch diese Bereitschaft haben, sich weiterzuentwickeln. Und das ist halt, glaube ich, eines der größten Themen, die es dort halt gibt halt, ja. Thema Weiterentwicklung ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Das ist halt für viele, die bisher immer online unterwegs waren, ja. Und wir arbeiten ja auch mit Firmen zusammen, die es online schon 20, 30 Jahre lang gibt, offline 20, 30 Jahre lang gibt, ja. Und die wollen oder müssen jetzt irgendwie in diese Online-Welt rein, wenn sie weiter Bestand haben wollen. Also das ist ein existenzielles Thema. Ja, also das wird in den nächsten Jahren entscheiden über Fortbestand des Unternehmens oder nicht. Mhm. Weil die ganzen Digitalisierung, egal was das ist, ob das jetzt die Buchhaltung ist, ja, vorneweg oder die Kundengewinnung oder die Vertriebsprozesse oder was auch immer, es wird alles irgendwie digitalisiert werden und es muss digitalisiert werden, weil das einfach der effizienteste, effektivste Weg ist und die das machen und früh genug machen, die werden am Markt Bestand haben. Ja. Dann bin ich mal gespannt, wie sich uns. Ja. Amazon, weil du Amazon erwähnst, ja. Paradebeispiel dafür, oder? Ja, absolut. Also, wer würde generell noch irgendwie offline irgendwas kaufen wollen in 10 Jahren? Ja, es ist einfach tausendmal einfacher, es geht schneller. Völlig. Also das wird sicherlich der Weg sein. Wird es trotzdem offline weiterhin geben, hundertprozentig. Ganz, ganz bestimmt. Ja. In welcher Form wird das sein? Ja. Ich glaube, dass wir uns kultureller weiterentwickeln werden. Also ich glaube, dass so gerade so Stadtzentren, wo halt viele Geschäfte wegbrechen, werden natürlich neue Geschäfte nachkommen. Was ich das Gefühl habe oder wo ich so, was sich für mich logisch auch anhört und auch gut anfühlt, ist, dass wir Stadtzentren eher wieder zu Kulturzentren werden lassen, ja, dass dann halt mehr wahrscheinlich Geschäfte da sein werden mit Dienstleistungen, wo man sich halt eben dann auch zusammensetzt, wo man halt kreativ ist, wo man sich austauscht, sowas halt. Sowas könnte ich mir vorstellen. Also dass dieser Wandel weg von der Konsum-City, ja, weil im Endeffekt ist ganz viel Konsum einfach in der Stadtmitte, der wird rauswandern sozusagen und dann wird es mehr halt kulturellere Sachen geben. Also wäre meine Hoffnung zumindest. Mal schauen. Und Digitalisierung, ich glaube, wer sich da am meisten auch noch entwickeln darf, ist ja unser Staat sozusagen. Ja, ich war jetzt neulich, keine Ahnung, jetzt mal kurze Story darüber. Ich war neulich Ausweis beantragen hier in Nürnberg eine Umänderung von der Adresse. Und ich habe da schlagende 5 Stunden gesessen, weil man sich entweder einen Online-Termin buchen muss, aber im Voraus, 2 Monate im Voraus, weil die kein anderes System haben, eine ewig lange Schlange und dann stehst du dort, dann dauert der ganze Prozess, dauert 5 Minuten, 7 Minuten habe ich dann, glaube ich, gesessen. Aber wie es organisiert ist, komplett Steinzeit. Ja, du ziehst immer noch deine Nummer, sitzt trotzdem immer noch neben all den anderen Leuten, die eine Nummer gezogen haben, guckst ständig auf die Tafel, bis du dran bist. Es ist halt von der Digitalisierung, und die Leute verstehen es auch nicht, die dort an den Schaltern sitzen, ja? Weil für die ist es natürlich auch super anstrengend mit den teils ja auch sehr aggressiven Leuten, weil das ja auch irgendwann kocht halt hoch, da umgehen zu müssen, ja, und das könnte man viel, viel einfacher machen, aber genau. Und auch so den ganzen Prozess einfacher zu gestalten, definitiv, und es geht ja auch extrem einfach mit den heutigen Tools, die man hat, wenn man weiß, was man macht, ist das eine Angelegenheit von ein paar Stunden diese Dinge zu implementieren. Ja, so ein Ticketsystem zu machen, dass du dir online einfach deinen Termin buchst. Also einfacher kann es ja nicht gehen. Ja, oder brauchst du, ist ja alles oder, da. Oder brauchst du da überhaupt einen Termin? Ja, man kann ja auch mal strukturell überhaupt hinterfragen halt, weil wenn es nur um eine Adressänderung geht, genau. Dann machen wir ID Now, so nach dem Motto, ja. Oder irgendeinen anderen Anbieter, der halt eben kurz mal auf den Ausweis guckt und sagt, ja, okay, ist cool, legit, hier hast du deine neue Adresse raus. Genau. Ja. Okay, dann hast du für dich noch
Themen, die du gerne noch mit reinwerfen würdest? Also weil ich merke schon, also wir könnten uns wahrscheinlich noch tiefer in all diese Materie hineinbegeben und ich denke auch, dass es nicht das letzte Gespräch gewesen sein wird, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Mhm. Hast du was, wo du für dich merkst, du würdest gerne noch was da lassen wollen für die Leute? Krisen in meinem Leben. Unternehmerisch gesehen natürlich viele Dinge in den letzten, keine Ahnung, Jahren, 5 bis 10 Jahren irgendwie in den Sand gesetzt, viel Geld verbrannt auch, viele Leute kennengelernt oder viele Leute, wo man eigentlich zu Beginn schon wusste, dass man den Kontakt abbrechen sollte, nicht abgebrochen. Also so die typischen Dinge, die, glaube ich, jeder irgendwie mal durchgemacht hat. Aber meine größte Erkenntnis aus diesem ganzen Ding war, einfach weiter zu marschieren. Das heißt, nicht irgendwie aufzugeben und zu sagen, ich werf jetzt alles hin oder sonstiges, sondern einfach zu sagen, ja, war halt so, abgehakt, fertig, weiter geht's. Ja? Also das war eigentlich so die größte Erkenntnis für mich, dass am Ende des Tages wird alles gut, ja, wenn man das so zusammenfassen möchte. Das heißt, einfach drauf losmarschieren, einfach weitergehen, sich nicht ablenken lassen, Kopf runter und durchmarschieren. Und am Ende des Tages wird alles gut. Das war so für mich eigentlich die größte Erkenntnis. Und was vielleicht noch eine Erkenntnis war, dass ich jedem Unternehmer ans Herz legen kann, ist, dass die Lösung für die Probleme meist sehr, sehr einfach sind. Also das sind nicht irgendwelche hochkomplexen Dinge oder sonstiges, was man sich so denkt, sondern nur, weil man es selbst nicht weiß, wie es einfach lösen zu geht, wie zum Beispiel das Thema, das wir gerade vorhin besprochen haben, ein Ticketsystem fürs Amt, ja, wäre extrem leicht umsetzbar für jemanden wie dich oder mich, weil wir wissen ganz genau, welche Software wir nutzen sollten, wie wir das implementieren müssen, wie wir das kommunizieren müssen und so weiter. Aber die dort am Amt, für die ist das absolutes Neuland, haben das wahrscheinlich noch nie gehört, gesehen oder sonstiges und denken sich, das Problem kann nur auf eine ganz komplexe Art und Weise gelöst werden. Und was ich so herausgefunden habe für mich oder Erkenntnis gehabt habe für mich in den letzten Jahren ist, dass alle Probleme irgendwie relativ einfach zu lösen sind. Und am besten ist es, man holt sich einfach einen Experten für diese Thematik, ja, probiert einfach aus, setzt einfach um und macht einfach. Und dann wird es auch in vielen Fällen zu etwas Gutem dann am Ende des Tages führen. Mhm. Was vielleicht noch für mich so eine Essenz daraus ist, die mir dazu kommt, Simplify. Das ist so meins, weil ich in den letzten so 6 Monaten ungefähr hatte bei mir krass Einzug gehalten, dass eigentlich ganz viel auch ich versucht habe, komplex zu lösen. Dadurch viel, viel mehr neue Probleme entstanden sind, die dann wiederum beseitigt werden wollten, so, durch noch mehr Komplexität. Und im Endeffekt eigentlich die Lösung so leicht auf der Hand lag, simplifiziere. Simplifiziere dein Prozess, wie du mit deinen Kunden oder deinen Klienten arbeitest, wie das Fulfillment ist, wie Marketing ist, wie die Ansprache ist. Breche es runter auf die Grundelemente und simplifiziere, damit du sozusagen nicht in der Flut an Informationen und an Problemen untergehst, sondern wieder zurückkommst zu dem, wo es eigentlich auch wieder Spaß macht und wo es eigentlich sozusagen deine innere Triebfeder herkommt auch halt, ja. So, weil klar, als Unternehmer sind wir Problemlöser, keine Frage, aber es nur zu definieren als Problemlöser ist dann nein. So, das ist dann auch vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Ja, es ist im Prinzip wie Radfahren. Ja, jeder, der uns da jetzt zuhört, kann wahrscheinlich Radfahren, ist schon mal Rad gefahren und erinnere dich zurück, wie war es für dich als kleines Kind, als du noch nicht Radfahren konntest? Das war für dich so ein riesen unlösbares Ding eigentlich für dich. Und du dachtest dir, Alter, wie soll ich das jemals hinkriegen? Wie soll das jemals funktionieren? Und dann auf einmal hat es Klick gemacht, du bist Rad gefahren, du kannst heute noch Rad fahren, es ist eigentlich easy für dich. Ja, du denkst nicht mehr drüber nach und die Lösung war eigentlich ganz einfach und zwar die Lösung war, einfach nochmal machen, einfach nochmal aufsteigen, auf die Schnauze fallen, nochmal aufsteigen, auf die Schnauze fallen. Ja. Und da kommen im Prinzip diese zwei Dinge zusammen, dass die Lösung eigentlich recht einfach ist, ja, und einfach dran zu bleiben und einfach zu versuchen, bis es eben funktioniert. Weil
es funktioniert ja auch für andere. Warum soll es dann nicht für dich selbst funktionieren? Mhm. Und was für mich gut funktioniert hat damals, war, dass mein Vater hinten am sozusagen am Fahrrad noch war und mit mir zusammen sozusagen, ne? Und dann hatte ich das Gefühl, boah, okay, es funktioniert, so nach dem Motto. Und zum Glück habe ich ihn noch bei mir, dass er mich festhält. Und dann habe ich zurückgeguckt und dann war er schon weg. Er hat mich gar nicht mehr festgehalten. So, ja, das war geil. Da habe ich mich natürlich erstmal direkt wieder geledert. So. Aber im nächsten Aufsteigen war sozusagen im Gehirn implementiert, okay, es kann funktionieren. So, das ist schon mal geil. Ja, deswegen so einen Experten für Fahrradfahren dabei zu haben, ist manchmal gar nicht so schlecht. Ja, definitiv. Okay, dann würde ich jetzt hier schließen. Ich danke dir auf jeden Fall für all die Insights und die Einblicke sozusagen auch in deine Prozesse. Und ja, wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn wir sozusagen das weiter vertiefen können, wenn wir neue Themen noch mit reingehen können und so weiter. Wenn es von den Zuhörern, Zuschauern hier irgendwie noch Fragen geben sollte zu gewissen Themen, stellt sie gerne mal rein, dann kann ich das beim nächsten Mal mit reinnehmen. Und genau, ansonsten übergebe ich dir jetzt nochmal das Wort und dann genau schließen wir den Podcast für heute. Sehr schön. Herzlichen Dank für die Einladung zum Podcast. Hoffe, dass da jeder Zuhörer irgendwie so das eine oder andere für sich mitnehmen konnte, um für sich Prozesse im Marketing, Vertrieb, Neukundengewinnung und so weiter zu erleichtern. Ja? Und nicht unterkriegen lassen von dieser Online-Welt für allejenigen, die noch nicht online unterwegs sind. Es ist einfacher, als man denkt. Man braucht nur die richtige Hilfe an der Seite oder jemanden, der einen zumindest einen kompakten Schritt-für-Schritt-Plan für den individuellen Fall mitgibt. Sehr cool. Alles klar. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.